So. Mal gucken hier. Okay. Scheint alles zu klappen. Okay. Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren, ne, nachfolgenden Teil von meinem Roomtour. Jetzt geht es so ein bisschen um das Technische beim Computer, was sich hier geändert hat. Folgendes, wie man schon sieht, neues Betriebssystem. Ich arbeite jetzt aus verschiedenen Gründen nicht mehr mit Knoppix, sondern mit Ubuntu, speziell K-Ubuntu. Noch spezieller K-Ubuntu 20 Version 0.4. Wie war das? NeoFetch. Für die es ein bisschen grafischer mögen. Oh ja, yeah. Bitteschön. Genau. Mein Rechner ist jetzt komplett neu, also naja, nahezu komplett neu. Da hat sich vieles geändert. Ich habe jetzt nicht mehr zwei Rechner, also mein Arbeitsrechner und mein File-Server, sondern ist jetzt beides in einem. Das heißt, der hat jetzt meine beiden 8 TB Festplatten, was aber erstmal nur vorübergehend ist. Später soll er neue 16 TB Platten bekommen. Ansonsten, ja, wie gesagt, Ryzen-Technik, ne? Ich habe jetzt erstmal einen 3400er, hat den Hintergrund, weil es der einzige ist, den ich auf die Schnelle gefunden habe mit integrierter Grafikeinheit. Später will ich noch eine dedicated Grafikkarte, eine Radeon drinne haben. Sobald ich dann eine richtige Grafikkarte drinne habe, hole ich mir auch einen etwas leistungsstärkeren Ryzen-Prozessor ohne Grafikeinheit. Aber jetzt ging es erstmal nur darum, überhaupt einen Ryzen-Prozessor zu haben, der eine Grafikeinheit selber drinne hat. Der geht auch schon voll klar, wie gesagt. Also Ryzen ist ja sowieso relativ leistungsstark. Arbeitsspeicher habe ich erstmal nur 32 Gig drinne. Später kommen dann nochmal 32 rein. Und die Frage, warum ich jetzt K-Ubuntu nutze, ist ganz einfach: Ja, Knoppix ist schön, auch nach wie vor, macht aber für ein Produktivsystem doch mehr Probleme als Vorteile. Will sagen, Knoppix ist ja eher darauf ausgelegt, genutzt zu werden, wie es ist. Ne? Das heißt, man zieht sich irgendwann das ISO, klatscht sich das auf den USB-Stick und nutzt das so lange, wie es schön ist. Da ich ja aber mein System ein bisschen längerfristiger benutze, wäre es ja auch ratsam, irgendwie Programme updaten zu können, etc. Das geht natürlich, klar, aber halt nicht so geil, weil Knoppix ein paar Sachen speziell macht und dementsprechend auch Abhängigkeiten sehr gerne abschießt und Pakete benutzt, die später nicht abgedatet werden. Und lange Rede gar keinen Sinn, sobald du ein paar Mal dein System updatest, macht keinen Spaß mehr. Und dementsprechend habe ich jetzt mich doch entschieden dafür, ein richtiges, also in Anführungszeichen, eine richtige Distribution zu benutzen, zum fest installieren. Und da habe ich mich tatsächlich nicht für Debian entschieden, sondern doch direkt für Ubuntu, einfach aufgrund dessen, dass es halt sehr viele Pakete von Drittanbietern, also sei es jetzt Mindtest oder irgendwelche anderen Programme, die so im Internet rumkeuchen und fleuchen, halt vorzugsweise immer für Ubuntu gibt. Und da ich aber Ubuntu an sich schrotthässlich finde, deswegen habe ich mich halt für K-Ubuntu entschieden, weil das so das ist aus allen Welten, was mich am meisten interessiert. Das heißt, ich habe einen Unterbau von Ubuntu, was also eine weite Unterstützung hat. Weg mit dir. Und ich habe aber so ein klassisches, schönes Menü, wie ich es halt, ne, lieber mag, halt KDE. Außerdem ist halt KDE auch extrem konfigurierbar. Was ich halt bei Ubuntu nicht habe. Ubuntu, da kriegst du die Krise und hier bei KDE, da kannst du halt sehr viel schön anpassen, so wie ich es mag. Dementsprechend ist es halt K-Ubuntu geworden. Nutzen halt 20.04, einfach weil ich auf LTS stehe. Das heißt, ich muss nur alle 2 Jahre updaten. Also updaten tue ich sowieso öfters mal, aber jetzt auf eine neue Hauptversion, sage ich jetzt mal. Nur alle 2 Jahre. Genau, ansonsten habe ich halt zwei Bildschirme. Habt ihr ja schon gesehen in meinem Roomtour-Video. Das hier ist mein Aufnahmebildschirm. Hier laufen dann die Programme, die ich aufnehme. Wie zum Beispiel Mindtest. Nein, nein, ich wollte jetzt nicht den Ordner öffnen. Ich wollte eigentlich Mindtest starten. Danke. Ne, also hier kann ich halt klassisch aufnehmen, etc. pp. Und auf dem rechten Bildschirm läuft dann halt mein Aufnahmeprogramm. In dem Fall jetzt VocoScreen. Weil FFmpeg läuft nicht so ganz schön. Also es läuft zwar,
Aber es ruckelt wie Sau in dem Moment, dass ich zwar 60 Bilder pro Sekunde habe, problemlos, aber davon sind immer 10 Bilder die gleichen Bilder. Das heißt, ich habe effektiv irgendwie 6 Bilder pro Sekunde, von dem jedes Bild 10 Mal vorhanden ist. Irgendwie keine Ahnung, was da abgeht. Dementsprechend habe ich mich jetzt nach was anderem umgeschaut und bin jetzt auf VocoScreen NG gestoßen. Ich hoffe, es funktioniert. Das ist jetzt auch eine Art Probeaufnahme. Auch erstmal ohne Kamera, weil ich hier nicht weiß, wie ich die Kamera wirklich fest im Bild integriere. Dass, wenn man hier Kamera aktiviert, ist es nur immer so ein Offscreen, so ein Onscreen-Fenster. Problem dabei ist natürlich, sobald ich Programme im Vollbildmodus starte, siehe Mindtest, siehe GZ-Doom, siehe alles Mögliche, ist die Kamera im Hintergrund. Ja, das heißt, da muss ich noch irgendwie eine Lösung finden, wie ich mit Kamera arbeite. Aber ansonsten klappt alles soweit. Großen Dank in dem Moment auch an Puls Audio. Ne, bei Puls Audio ist das Aufnehmen doch wesentlich einfacher als mit Alsa. Allgemeine Audiosteuerung ist mit Puls Audio wesentlich einfacher. Zumal ich jetzt auch endlich mal meine Bluetooth-Kopfhörer benutzen kann, was ich persönlich sehr schnieke finde. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Genau, das heißt also, wie gesagt, die Specs habt ihr jetzt soweit. Ich hab auch alles im Forum damals verlinkt. Können wir mal ganz kurz aufrufen. Machen wir mal hier Chrome, ne? Machen wir mal ein bisschen Chrome hier. Oh, machen wir mal ein bisschen Ego-Search hier. Ego-Search for life. Lalalalalala. Genau, müsste das immer mal. Das da. So. So, was habe ich denn alles? Was haben wir denn alles? So, genau. Also PureBase 600 Gehäuse von Be Quiet, glaube. Asus Prime X570 Pro Motherboard. Einfach damit ich ein aktuelles also ein AMD Ryzen taugliches Motherboard habe, weil ich will euch später aufrüsten. Habe ich ja gerade vorhin erklärt, dass dann noch was Fetteres reinkommt, sobald ich eine Grafikkarte habe, sobald ich das nötige Kleingeld dafür habe. Als System. Speicher habe ich eine tatsächlich jetzt doch eine SSD. Ich kann das Ganze hier mal ein bisschen größer machen, fällt mir gerade mal so auf. Ah, dann kann man es vielleicht ein bisschen besser erkennen hier. Wo ist der Text? Hallo? Da. Jetzt tatsächlich doch eine SSD drinne. Aus verschiedensten Gründen. Zum einen, weil ich tatsächlich doch schon die Leistung relativ geil finde. Und zum anderen, weil mittlerweile die SSDs doch so ausgereift sind, also die SSD-Technologie als solches so ausgereift ist, dass ich denen auch meine Daten so anvertrauen kann, dass ich nicht Angst haben muss, dass die SSD nach einem Jahr bereits kaputt ist und alles weg ist. Das hat sich zum Glück jetzt mittlerweile doch ein bisschen gebessert. Ansonsten habe ich halt meine beiden 8 TB Festplatten drinne. Später sollen denn bis zu 4 16 TB Platten rein. Erstmal nur zwei. Ganz später dann halt 4 mal 16 Terabyte. Ja, Speicher habe ich jetzt 32 Gigabyte. Da sollen dann nochmal 32 dazukommen, sodass ich 64 Gigabyte insgesamt habe. Netzteil ist auch noch mein altes Netzteil. Da kommt dann auch ein neues rein. Und ich habe, also der Rechner an sich, der hat 6x USB 3.1. Also das Motherboard halt, ne? Das hat irgendwie zweimal USB 3.0 und viermal USB 3.1. Und ich habe da noch gesagt, okay, ich habe noch zwei alte USB-Erweiterungskarten drin rumliegen gehabt bei mir hier zu Hause. Die aus meinen alten meinen Rechnern, mein File-Server und meine Workstation, die hatten ja jeweils eine USB 3.0-Erweiterungskarte drin. Und die habe ich jetzt beide ausgebaut und auch mit in den Rechner eingebaut, damit ich ganz schön viele USB-Schnittstellen habe. Ja, ansonsten ist der Rechner soweit erstmal nichts so Weltbewegendes. Aber er ist halt, wie gesagt, auch noch nicht fertig. Ne? Prozessor ist halt erstmal ein Ryzen 5, wegen der eingebauten Grafikeinheit. Und da soll später dann halt, sobald eine Grafikkarte ist, aufgestockt werden. Ansonsten, was ihr euch vielleicht noch wundern könnt, ist, ich nehme in Full HD auf. Allerdings werdet ihr wahrscheinlich schon bemerkt haben oder auch nicht, dass das Video, wenn ich mir es noch nicht anders überlegt habe, in 4K bei YouTube zu sehen ist. Warum? Ganz einfach. Ich habe mit YouTube ein bisschen, naja, Bauchschmerzen. Das Problem ist, die Qualität von YouTube ist absolut miserabel. Ja? Wenn ich hier Videos aufnehme in Full HD, und die hochlade,
dann sehen die Videos auf YouTube grottenschlecht aus. Ja? Das heißt, wenn du ein Full-HD-Video aufnimmst, hast du einen wunderschönen Bildschirm und bei YouTube sieht das Ganze dann aus wie einmal auf Low-Level konvertiert, durchgerotzt und 30 Mal drüber konvertiert und dann ausgespuckt. Also, kurze Rede, gar keinen Sinn. Es ist halt einfach relativ schlechte Qualität. Deswegen nehme ich das Ganze, also transkodiere das Ganze dann in 4K, damit auf YouTube auch ein bisschen Qualität zu sehen ist. Da, ne? Das heißt, ja, wie hat man das am dümmsten? Einfach damit das Video, was ja an sich eine relativ gute Qualität hat, dann auf YouTube so hoch skaliert ist, dass YouTube die Qualität auch behält. Ne? Weil wenn es denn das 4K-Video runterrechnet von der Qualität her, ist es halt dadurch, dass es 4K ist, immer noch so scharf und so detailreich, dass es das alte, das originale 1080p-Videomaterial halt komplett abbilden kann. Und nicht, dass da direkt im 1080p-Stream dann irgendwelche Artefakte auftreten, die so in dem Originalvideo nicht vorhanden sind. Das bringt natürlich euch nur dann was, wenn ihr das Ganze auch in 4K abspielt, ne? Das heißt, wenn ihr jetzt beim Abspielen in Full HD umstellt, dann habt ihr auch nach wie vor nur Full HD und dementsprechend auch diese typische YouTube-Qualität. Aber für die, die halt sowieso 4K abspielfähig sind und gerne Videos in hoher Qualität gucken wollen, die können halt die 4K-Variante spielen, was letztendlich halt auch nur Full HD ist, aber halt eine bessere Qualität. Genau. Ob ich das Ganze 60 FPS hochladen werde, weiß ich nicht. Mein Rechner schafft locker 60 FPS, habe ich bereits ausprobiert. Allerdings habe ich halt Angst, ne? 4K und dann noch 60 FPS. Das wird zwar technisch funktionieren, aber das wären halt so riesige Videos, dass bei meinem scheiß Internet hier das eher schlecht als recht funktioniert. Andererseits will ich ja sowieso erst dann wieder aufnehmen, wenn wir auch wirklich hier ordentliches Internet haben, sprich sobald Glasfaser da ist. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lang. Ich hoffe echt, dass wir wirklich noch dieses Jahr innerhalb der nächsten paar Monate Glasfaser bekommen. Und dann werde ich auch anfangen aufzunehmen erst. Zum einen, weil ich erst dann ruhigen Gewissens meine Mindtest-Server präsentieren kann, ohne dass alle die aufgrund meiner Videos auf meine Mindtest-Server gehen, einen Herzinfarkt bekommen, weil die so schlecht laufen aufgrund des Internets. Und zum anderen halt, damit ich halt auch wirklich 4K 60 FPS hochladen kann, ohne dass das Hochladen von einem Video 3 Tage dauert. Ja, das sind so die Hauptgründe. Genau, das soll es ansonsten erstmal auch hier gewesen sein. Ja, gibt es noch was zu erzählen? Nö, eigentlich nicht. Alles andere habe ich bereits im Ruhm-Video erzählt. Nee, genau, das soll es damit erstmal gewesen sein. Dann, ja. Verabschiede ich mich. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren, kann ich darauf antworten. Ihr könnt natürlich auch im Forum fragen, ne, im Mindtest-Forum, da werde ich natürlich auch antworten. Genau. Ja, na dann, ciao. Ich hoffe, die Aufnahme ist überhaupt was geworden. Ha.